Monstrum. Hallo, ja, es ist Monstrum-Time. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich dachte, wir testen es einfach nochmal. Lang ist es her. Und ja, wie ihr wisst, kriege ich hier nichts gebacken in diesem Spiel. Ich finde nie irgendetwas. Es gab jetzt ein paar Updates. Wir gehen erstmal in New Game. Vielleicht, ja, es gab Updates. Ich weiß gar nicht ganz genau, was. Und es ist natürlich super, dass ich das anfange zu erzählen, während das Spiel lädt. Und ich hätte eigentlich diesen Loading-Screen cutten können. Da ich jetzt aber angefangen habe zu quatschen, geht das nicht. Also bleibt es drin und wir reden einfach weiter. Ja, es gab ein paar Updates. Und ich weiß gar nicht genau, was. Die Grafik soll, glaube ich, besser sein. Ich habe es ja jetzt wirklich eine ganze Weile nicht gezockt und ich hoffe, die ganze Zeit höher aufzuladen. Okay, nee, aber in einem neuen, unser Körper. Ich habe gehofft, dass es hier heller wird. Aber auch das ist nicht der Fall. Wir machen erstmal das Licht an. Nee, nicht die Taschenlampe, sondern ich habe mich immer auch noch nicht an diese F-Taste gewöhnt. Ja, heller hier ist es auf jeden Fall nicht. Da haben wir eine Sicherung, die nehmen wir natürlich mit. Die ist wichtig mit F. So. Okay. Ich muss mal den Sound lauter drehen. Ich habe das Gefühl, ich höre hier gar nichts. Und, wir kriegen hier eine komplette neue Erklärung nochmal, als ob wir das Spiel das erste Mal spielen. Oh, da geht's gleich raus. Wollen wir gleich raus? Nein, oder? Wir wollen erstmal das Deck erkunden. Vielleicht fangen wir mal irgendwie taktisch an und gehen mal runter. Und ich laufe jetzt hier einfach mal ganz normal rum. Wir wissen noch nicht, welchem Monster wir hier begegnen. Ah, das ist schon mal so eine Art Werkstatt hier. Das ist gut. Tür machen wir zu. Und ich hoffe, wir kriegen hier das Licht mal an. Nein! Gut. Dann gucke ich mal, ob ich hier irgendetwas Nützliches finde. Ah, ich bin so unvorbereitet immer. Leuchtstab. Ein Leuchtstab ist auf jeden Fall gut. Ansonsten ist hier schon wieder nichts Brauchbares in dieser Bude, ne? Warum kann ich hier kein Werkzeug mitnehmen? Und dem Monster die Augen ausstechen. Ich sehe uns schon wieder hier echt, ja, prima, das war's. Glibber habe ich hier auch noch nicht entdeckt. Ah, da haben wir den Scheiß wieder. Ich möchte auf diesem Deck eigentlich nicht bleiben. Es nervt mich. Wir gehen erstmal ganz nach unten. Wir können uns ja von unten nach oben hocharbeiten. Was? Wie geht das Licht aus? Nein, ich will keine Notizen. Nein! Welches Monster ist das denn jetzt? Das kann ja eigentlich nur das rote Augenmonster sein, oder? Weil es gibt da, glaube ich, noch kein drittes. Aber ich habe nichts leuchten gesehen. Wir müssen jetzt hier leider... Da ist eine Tür. Ich glaube, das poltert oben rum, ne? Ist da Licht? Aber ich muss sagen... Was? Ach du Scheiße. Das finde ich auf jeden Fall besser. Dass gleich zu Anfang Action ist und was passiert. Und wir nicht erst 5 Stunden rumlaufen müssen. Damit irgendwas passiert. Aber mit den scheiß Notizen auf C komme ich einfach nicht klar. Jetzt übertreibt er aber.
Ja, das ist auf jeden Fall unser Glubschaugenmonster. Aber es kann uns ja hier eigentlich nicht sehen, ne? Es kann uns hier nicht sehen. Ein alter Radiowecker. Haben wir hier irgendetwas, was wir gebrauchen können? Nee, so ein Glas. Will ich nicht. Ich will nützliche Sachen. Und jetzt traue ich mich hier schon wieder nicht raus. Komm, wir hocken uns hin, machen mal die Tür auf. F. So. Wo leuchtet es? Hallo? SOS! Steckballatte, große Klappe. Das ist ein großes Schiff. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Und ganz ehrlich, ne? Wie soll ich orientierungsloses, planloses etwas hier auch nur irgendetwas finden? Okay. Wir gehen mal hier lang. Hier ist es ein bisschen heller. Wollen wir mal aufstehen? Das kommt mir doch auch schon wieder bekannt vor hier, oder? Ich bin etwas nervös. Was ist denn hier so? Ja, das sind diese Container. Und da hatten wir ja auf jeden Fall dieses andere Vieh auch schon. Ja, gut, das ist das. Wie laufe ich? Meine Lieben, da sind wir wieder in der nächsten Runde. Das hat gar nicht funktioniert. Und ich habe hier gerade den Gamma-Wert hochgedreht, ne? Ich weiß noch nicht, ob das jetzt für euch, wie das aussieht, ehrlich gesagt. Es ist super hell, was ich gerade eigentlich ziemlich begrüße. Die letzte Folge war wieder ein richtiger Fail. Laufen, Moment. Auf Shift, wieso hat denn das nicht geklappt? Weil ich wieder panisch STRG gedrückt habe, weil ich in Minecraft so laufe. Ich muss jetzt einfach hier wieder an. Könnte natürlich sein, dass es jetzt grafisch nicht so geil aussieht, weil ich es wirklich aufgehellt habe. Das wäre natürlich möglich. Ich würde sagen, lass uns doch mal gucken, ob wir dieses Life Raft hier irgendwo wieder finden. Hier wollen wir mal rein. Und wir sind völlig furchtlos auf jeden Fall. So, ist hier irgendetwas Interessantes? Ich habe das vielleicht ein bisschen übertrieben mit der Helligkeit, aber das können wir jetzt. Können wir schon ändern, wenn ich das will? Will ich aber nicht. Wir machen jetzt hier nämlich Remi Demi. Und natürlich müssen wir uns hier Türchen schon öffnen. Okay, ich glaube, diesen Wellengang hatten wir vorher auch noch nicht so, oder? Sieht irgendwie ganz cool aus. Ist ja richtig mies, wenn jetzt das Monster hinter uns stehen würde. Und der Himmel. Doch, guck mal, das sieht auf jeden Fall geil aus. Beziehungsweise geiler als vorher. Ja, schön, schön. Miep. Hier oben müsste der Heli sein. So langsam kennen wir uns hier aus. In diesem Spiel. Was war das denn? Hier hat es gerade bei mir am Schreibtisch geknackt. Das war nicht so witzig. Ja, hier ist der Heli. Lass mich rein! Ich will flüchten! Hat das überhaupt schon mal jemand geschafft? Doch, ich glaube, ich habe letztens irgendwie meine Notiz gelesen.
dass irgendwer als erstes die eine Escape-Route entdeckt hat. Beziehungsweise es geschafft hat, von diesem Schiff zu fliehen. Oh, es ist wirklich starker Seegang. Der Himmel gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Aber wir sind ja nicht hier, um den Wellengang zu begutachten und den Himmel anzugucken. Nein, wir sind hier, um über die Reling zu kotzen. Mir ist schlecht bei dem Seegang und ich weiß auch nicht, wieso ich das tue. Es tut mir sehr leid. Wir gucken mal hier rum. Ich glaube, hier ist es... Kann ich hier hoch? Wieso kann ich hier nur runter? Ich würde gern hier hoch. Weil da ist doch das... das Life Raft. Vielleicht müssen wir hier so durch. Deck 4. Oh, das Spiel hakt. Was war das denn? Hör es. Es ist hier irgendwo. Dieses Kackvieh. Das kackfette Vieh. Oh, schnell hier rein. Schnell Tür zu. Puh. Eine Notiz. Ich weiß noch nicht, ob ich die lesen will. Ah. No smoking. Und wir haben was gefunden. Was ist das? Oh, eine Batterie. Okay, aber... Mr. Poltergeist ist am Start. Was haben wir eigentlich noch? Ach, diese blöde Sicherung. Der treibt hier schon wieder jetzt sein Unwesen. Muss das sein? Licht haben wir nicht. Wir haben, glaube ich, auf Not. Wir lauschen mal an der Tür. Ob es näher kommt. Oh!